Leute, was geht? Mein Name ist Luke, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und heute mal eine andere Posi, denn ich bestelle mit euch heute hier live jetzt einen wunderschönen Monitor, weil ich brauche einfach unbedingt einen dritten Monitor. Ich habe schon zwei Monitore, ich zeige euch die einmal ganz kurz. Das ist der erste Monitor und das ist der zweite, das ist ein 16,8 Zoll Monitor, meine ich, oder irgendwie sowas. Und wir wollen jetzt einfach mal den gleichen, nicht den gleichen, weil die Marke gibt es leider nicht mehr. Aber wir wollen uns auf jeden Fall einen bestellen und zwar von BenQ. Dazu gehen wir auf jeden Fall jetzt erstmal in den Browser, den habe ich jetzt hier gerade geöffnet. Gehen auf Mediamarkt, tippen wir einmal hier ganz kurz ein. Dann schauen wir mal, hier zuletzt angesehenen Artikel, den habe ich nämlich schon geöffnet. 97,99 kostet der, also fast 100 Euro. Für einen zweiten Monitor kann man sich das geben. Der Hauptmonitor, so als kleine Info, hatte, glaube ich, 300 Euro oder so gekostet. So viel Geld werde ich nie wieder für einen Monitor ausgeben. Ernsthaft, nie wieder. Das war so viel Geld. Das Ganze werfen wir jetzt einmal in den Warenkorb. Ich mache das einmal ganz kurz fertig und dann sehen wir uns wieder, wenn die Bestellung abgeschlossen ist. So Leute, wir haben jetzt schon die E-Mail vom Mediamarkt bekommen. Die seht ihr jetzt hier, glaube ich, oder ich bin klein. Ich weiß noch gar nicht, wie ich es mache. Aber das ist jetzt bestellt und ich denke, in zwei Tagen oder so sehen wir uns dann... Wie? Warum hat's geklingelt? What the fuck? Wir gehen da mal ganz kurz gucken. Das kann doch gar nicht sein, Alter. Fuß. Geil. So Leute, jetzt mal Spaß beiseite, diese Psycho-Scheiße, Alter, ich wollte es nur einmal mal gemacht haben. Das hier ist ein BenQ-Monitor, hat nicht viel gekostet, ist auch nur ein Drittmonitor, ja, das ist schon der dritte Monitor. Darüber würde dann jetzt Spotify... Fokus? Darüber würde jetzt nur Spotify, Teamspeak und sonstiges laufen. Also ist es einfach nur ein Zweitmonitor. 16 Zoll hat dieser ganze. 5 Sekunden, Millisekunden Reaktionszeit. Was ist das hier? VGA, das müsste VGA-Kabel sein. VGA-Kabel und ja, was soll man dazu sagen? Es ist einfach nur ein Drittmonitor. Ihr werdet jetzt auch gleich sehen, wie der dann da steht und dann aussieht. Also, es ist nichts Besonderes. Es ist einfach nur ein Drittmonitor. Aber ich wollte euch das mit euch teilen, ja? Diese ganze Folie, Alter. Oh, ich liebe dieses Geräusch. Oh, geil. Gut, wir bauen ihn einmal ganz kurz auf und dann geht's rüber zum Schreibtisch. Bis gleich. Das da ist der neue Monitor. Das ist mein alter 27 Zoll, der ist jetzt auch 16,8, meine ich, und der ist auch 16,8. Das ist der alte, neue, alte und sieht auf jeden Fall ordentlich aus. Ich brauchte halt unbedingt drei Monitore, nicht unbedingt, aber zum Arbeiten ist das auf jeden Fall für mich viel, viel besser. So sieht's aus bis jetzt zu dem Mikrofon. Da muss auf jeden Fall noch ein Mischpult rein.
Aber ich weiß noch nicht welches. Ich habe noch kein geiles gefunden. Das ist aber ein gutes Mikrofon, das will ich auch eigentlich gar nicht tauschen. Da muss einfach nur mal ein Mischpult dran, dann wird das Ganze auch ziemlich geil. Das war's hiervon auf jeden Fall. So Leute, das war's auf jeden Fall von diesem Video. Es war mal ein bisschen was anderes, es war so ein bisschen Psycho. Ist ganz witzig, vielleicht kennt ihr diese Videos, wo der Typ da immer richtig eskaliert und erst so irgendwie, wie repariert man ein Handy und dann legt er das in Reis und macht das dann voll kaputt und so. Falls ich es finde, blende ich es jetzt einmal ganz kurz ein. Wenn nicht, dann nicht. Hoffentlich finde ich es. Auf jeden Fall, Leute, war es das von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und eine positive Bewertung da. Oder natürlich ein Dislike. Ist mal wieder euch überlassen, wie ihr es macht. Worüber ich mich am meisten freue, ist ja natürlich ein Sub, denn ich kann ja sehen, wie die Leute ja meine YouTube-Videos schauen. Und viele Leute schauen meine YouTube-Videos, aber haben mich noch nicht abonniert. Also Leute, macht das. Es ist kostenlos und die supporten mich halt einfach damit. Haut rein, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, yo Leute, was geht? Mein Name ist Luke und ciao.